Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Pokémon Revolution Online und das letzte Mal sind wir dabei stehen geblieben, als wir uns den Waterstone geholt haben. Diesen werden wir jetzt natürlich verwenden und unser Pokémon entwickeln. Und wir haben ein Poliwrath. Ja, schönes Deutsch, Englisch, was auch immer ich hier von mir gebe. Und wir wollten... was wollten wir denn machen? Uns den vierten Orden verdienen. Deswegen haben wir ja auch Glutexo entwickeln lassen. Und das Bellsprout werden wir erstmal wieder abgeben. Hier ist Team Rocket. Hallo, rede mit mir, du Knallkopf. Ja, was gab's denn hier? Wir gucken uns mal noch die Geschäfte an. Nein, ich will nichts kaufen. Da ist ja mein Geld wieder weg. Bla 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 bla. Nein, danke, ich brauche nichts. Was gab's hier? Ja, ein paar Potions könnte man gebrauchen. Aber ich guck erst mal, wie viel wir noch haben. Wir haben noch eine Max Potion, sehr schön. Und wir haben gar keine Potion mehr. Alles klar, wir werden uns jetzt erstmal welche gönnen. Potions. Ja, ich sag mal so 50 Stück reichen für den Anfang. So, und jetzt müssten wir unten sein. Ja. Soweit ich weiß, können wir ja noch nicht weiter. Denn der Weg zur Arena ist uns versperrt. Der geht hier unten lang. Ja, der ist versperrt. Wir müssen nämlich in die Spielhalle. Das kennen wir ja alle noch aus Pokémon Gelb und so weiter. Ja, ich will helfen, sonst komme ich ja nicht weiter. Hallo? Oh, lass mich doch in Ruhe, Alter. Wenn ich dir nicht helfen darf, hast du Pech? Wir gehen erstmal in die Spielhalle. Lässt du mich hier runter? Nein. Okay. So, von wem kriege ich jetzt so einen Münzkorb? Von dir nicht. Was war denn jetzt los? Habe ich jetzt irgendwas bekommen? So ein Mondstein, das sind die Attacken, die Angel. Nope. Lasst mich doch mal runter. Gehen wir doch mal hier rein. Jo, von dem kriege ich auch nichts. Seltsam, seltsam. Da bekomme ich nichts, beziehungsweise mir wird nichts gesagt. Hm.
Wie kommen wir hier weiter? Das ist eine sehr interessante Frage. Kann ich dir jetzt irgendwie helfen? Okay, mal 2 ein. Verstanden. Aber ist ja nichts Neues mehr, oder? Ich und Englisch never. Oh, jetzt kommen wir runter. Und alles klar, hier geht's gleich mal richtig los. So, ich habe den Schlüssel für den Lift gefunden. Hier, letztes Untergeschoss. Okay, da brauche ich einen Kartenkey. Wo bekomme ich den jetzt her? Fahren wir an BF2 hoch. Was will denn der von mir? Der will jetzt ernsthaft kämpfen, ne? Hier, moin. Komm, wir müssen erstmal tauschen. Du willst mich doch jetzt verarschen, ey. Es ist gleich paralysiert hier. Lol, was macht denn das kleine Vieh für einen Schaden? Alles klar. So, da ist er weg vom Fenster. Das edle Kid. Wir bleiben jetzt einfach mal schnell bei Glurak. Brauche ich dann nur ein Pokémon heilen? Oh ja, ist klar. Hier kommen wir das zweite einsetzen. Na, macht wohl keinen Schaden, hä? So, One Hit, sehr schön, so muss es sein. Ein Nachtara. Aha. Und dein dämlicher Ruckzuck bringt dir auch nichts. Ich mach dich vorher platt. So, eins noch und dann müsste Nachtara weg sein. Yo! Haha, 12k XP, alles klar. Hat sich gelohnt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen heile machen. So, hier reingucken. Ich hab ein Eisen gefunden. Okay. Ja, bla bla. Da müssen wir jetzt mal den genauen Zeitpunkt abpassen. Jetzt. Fuck!
Gut, das wird dann ein bisschen schwieriger als gedacht. Was ist hoch mit dir? Und geh weg, wehe, du guckst zu mir. Oh, Schweige gehabt. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Gut, nach unten. Gut. So, wir holen uns mal schnell da hinten den Pokéball. Ein Äther. Ja, gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das dort nehmen. Dann einmal das nehmen. Dann einmal dahin, denn da unten müsste der Türöffner sein, wenn das schon so schwer ist und verwinkelt. Ja, den müssten wir eigentlich ganz leicht schaffen. Lol, Attacke, Misslung. Du willst mich doch verarschen, oder? Naja, nochmal den Headbutt hier. Diese Kopfnuss bräuchte nochmal einige Real-Life-Menschen, ne? So, der ist platt gemacht worden von uns. Ich hab einen Pokéball gefunden. Einen verdammten Pokéball. Das dorte. Ist da. So, hier waren wir doch schon. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das heißt also kämpfen, denn irgendeiner wird mir doch so ein Item geben. Lol, die Attacke ist misslungen, was soll denn das? Komm, erstmal mein stärkstes Pokémon ausfahren hier. Das kann ja was werden jetzt hier. Komm, Dragon Rage. Ja, macht gut Schaden. Yo. Polygon ist platt gemacht worden von uns. Sehr schön. Hallo? Ich will diesen komischen Öffner haben. Ha. Huh. Ja.
Ja, Clans. Was ist das? Smogmog? Warte mal, Smogmog? Ey, rutsch mir doch den Rücken runter hier. Was fahren die noch für Geschütze auf? Hier, Flameburst. Yo, mach gut, Schar. Lol, schon wieder fast down, ey. Ja, müssen wir ja noch gegen den kämpfen. Von irgendwem muss ich ja endlich mal was kriegen. Hier, jetzt kommt mal Pikachu zum Einsatz. Wir nehmen Ruckzuckhieb. Okay. Nee, hier wird auf jeden Fall wieder auf Glurak gewechselt. Das. Nee, das schaffe ich doch sonst gar nie. Ja komm, du bist ein Metall-Elektro-Pokémon. Du müsstest eigentlich durch Feuer down gehen. Yes. Was? Das Vieh schläft noch? Ja, und die Paralyse wirkt natürlich bei mir. Ist... Hier, komm. Jetzt ist aber mal genug hier. Du, jetzt bin ich ja down. Was soll denn das? Hier, komm, das Pflanzenvieh kannst du down machen, aber nimm ich. Ha. Wir haben doch hier irgendwo so eine Potion gehabt. Hier, Max Potion. So. Ja, komm, Glurak nochmal. Los jetzt mit Emma. Klatsch das Vieh endlich weg. Ja, sehr schön. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Nee. Verdammte Shit noch eins, ey. Hier war ich doch aber schon. Ja, dann fahren wir halt nochmal hier hin, ne? Bringt ja nix. Ach, hier schau mal einer an. Der Greg. Ja, hör auf. Das ist der Lift-Key. Ich will aber den anderen Key haben. Gegen die brauche ich nicht kämpfen, da werde ich bestimmt wieder zurückgeportet. Ist dieser Kackschlüssel? Level 31, sehr schön. Das kann auch ein Weilchen dauern, dann packe ich mir meine Kaubonbons aus. Lecker, lecker.
Scheiße, ich hab vergessen, meinen Glurak zu heilen. Naja. Ja, die Paralyse wirkt wieder, ist doch. So, was kommt jetzt? Dein Glück, dass ich nie vergiftet bin, ey. Nee, Reflexion wollen wir nicht haben. Okay. Ich drück immer wieder den falschen Knopf. So, ich habe keine Potions mehr. Das ist natürlich das Beschissene. Leck mich doch fett, ey. Ja, Clutexo wird down gehen. Ja. Das auf alle Fälle. Nächste Problem ist, habe ich was zum Beleben? Ne? Nein, ich habe auch nichts zum Beleben dabei. Sehr schön. Ha. Aber Pikachu ist ein Level aufgestiegen, das ist sehr schön. Ich hab immer noch keinen verdammten Türöffner gekriegt. Ey, wollen die mich verarschen? Also, ich fühle mich gerade ein bisschen gemobbt von dem Spiel. So, jetzt quatsch dich mal an. DNA, bla bla bla. Ja, schön, interessiert mich aber alles, ne. Was war das? Das habe ich jetzt nicht ganz erkannt. Irgendwas mit Black. Okay. Ich brauche auf jeden Fall diesen Türöffner. Hey, das war falsch. Aber wo kriege ich den her? Na, von da hinten auf jeden Fall nicht. Ist ein bisschen unfair.
gehen uns auf jeden Fall erstmal heilen. So, jetzt quatschen wir nochmal mit dem hier. Nee. Da werden wir nochmal Team Rocket anquatschen müssen hier unten, ne? Nee, geht mir auch nichts. Das ist jetzt ein bisschen shit hier. Aber ich habe doch alles abgeklappert. Wo könnte sich dieser Türöffner befinden? Da unten gibt's nichts mehr. Ich könnte ja vielleicht mal den hier anquatschen. Lol, gibt's noch einen Kampf? Wir versuchen es einfach mal. Lol, okay. Die Vergiftung ist mir scheißegal. Tauschen wir natürlich wieder. Hier, Dragon Rage. Und einmal Flame Burst. Sehr schön. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Hier. Backpack. Preußen heilen. Wir gehen den Blau, Grün, laufen hier hinten lang, nehmen diesen hier, okay, jetzt wird es natürlich wieder interessant, schnell mal meine Fressalien wegpacken hier, nee, ist Hypno die Entwicklung von Traumato? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sieht mir das ein bisschen zu stark aus. Hier Dragon Rage. Ich wollte schon sagen, wer du heilst dich. Verbrenne, du Pokémon. So, ja, das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Kriegen wir jetzt mal? Jetzt ist der auch weg. Meine Fresse, ey. Da hinten ist schon wieder Greg. Ich glaube, zu dem müssen wir. Hier, komm, kämpfen. Oh Gott, wie heißt das denn schon wieder? Das Knogger? Ja doch, Bone ist im Namen, es müsste Knogger sein. Hier, Watergun. Das ist ein Boden-Pokémon. Also einige Pokémon kenne ich noch aus den ganz, ganz alten Sachen. Bubble Beam, Bubble. Ist es Blubstrahl und das Blubber? In einem Bubble Beam.
macht auf jeden Fall gut Damage. So, was kommt jetzt? Ein Golbat. Los, Body Slam. Okay. Du hast es mir gut gegeben, aber ich bin besser als du. Und wir sind ein Level Up. Sehr schön. So. Und da ist ein... Doch, da ist was drin. Sehr schön. So, das war's aber heute mit der Folge schon wieder. Denn... Da ist er. Denn... Und da ist der Giovanni. Der Nudelfresser. Die Folge ist lang genug. Wie wir den Rest von diesem Team Rocket Verschlag sprengen, gibt's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ja, bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.